Das Transferkarussell, es hat sich im Sommer wieder einmal schnell gedreht. Zahlreiche Topstars wechselten dabei den Verein. Und das ist der neue Weltrekordtransfer. Gareth Bale wechselte für galaktische 100 Millionen Euro von Tottenham zu Real Madrid. Damit ist der Waliser der teuerste Spieler in der Geschichte des Fußballs. Es ist absolut überwältigend, hier in Madrid zu sein. Für mich wird ein Traum wahr und ich hoffe, dass ich dem Team dabei helfen kann, Erfolg zu haben und endlich den 10. Champions-League-Titel zu gewinnen. Dem Megatransfer des Neuköniglichen fiel ausgerechnet ein deutscher Nationalspieler Reals zum Opfer, Mesut Özil. Und das, obwohl der 23 Jahre alte Offensivspieler so gerne in Madrid bleiben wollte. Natürlich ehrt mich das, wenn ich in den Medien lese, dass viele Interessanten für mich da ist. Aber ich habe Vertrag bei Real Madrid und ich bleibe bei Real Madrid. Blieb er nicht. Nach dem Bale-Transfer ging alles ganz schnell. Für rund 50 Millionen Euro wurde Özil von den Königlichen zum FC Arsenal verkauft. Dort trifft er immerhin auf seine Nationalmannschaftskollegen Lukas Podolski und Per Mertesacker. Schon lange vor Toreschluss hatte Reals Erzrivale aus Barcelona seinen Königstransfer perfekt gemacht. Brasiliens Supertalent Neymar kam für vergleichsweise kleines Geld vom FC Santos. 57 Millionen Euro investierten die Katalanen für den 21-Jährigen, der mit Weltfußballer Lionel Messi das neue Traumduo bilden und Barca wieder auf Europas Thron führen soll. Ich habe nun mein Ziel erreicht, bei einem Club zu spielen, der mehr ist als ein einfacher Club. Diesem Verein möchte ich helfen. Messi ist der beste Spieler der Welt und ich will ihm dabei helfen, auch der Beste zu bleiben. Zahlreiche prominente Neuzugänge gab es auch in der Bundesliga. Insgesamt 265 Millionen Euro gaben die Vereine aus. Der größte Superstar unter den neuen Namen ist allerdings ein Trainer, Pep Guardiola. Im Gepäck hatte Bayerns neuer Coach gleich einen klaren Wunschtransfer. Thiago oder nichts. Ja. Und jetzt weder Thiago oder nichts. Die Forderung wurde erfüllt. Guardiola erhielt sein Antrittsgeschenk. Thiago wechselte für 25 Millionen Euro vom FC Barcelona nach München. Der Mittelfeld-Arounder soll bei den Bayern an der Seite von Mario Götze zaubern, dem anderen Star-Einkauf der Bayern. Für 37 Millionen Euro war Götze von Borussia Dortmund in den Süden gewechselt. Doch auch der Herausforderer aus Dortmund blieb nicht untätig und investierte die Götze-Millionen in zwei neue Offensivstars. Pierre-Emerick Aubameyang kam aus Frankreich. Der Armenier Henrich Mkhitaryan wurde mit 26 Millionen zum teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte. Wir haben das Gefühl, dass wir nicht schwächer geworden sind, das mal das ein bisschen defensiv zu sagen. Auch Revier-Nachbar Schalke nahm zum Ende der Transferperiode noch einmal Geld in die Hand. Kevin-Prinz Boateng kam für 12 Millionen Euro vom AC Mailand und soll der neue Chef der Königsblauen werden. An Selbstvertrauen mangelt es Boateng wie immer nicht. Ich habe ja auch immer gesagt, dass ich gerne wieder in Deutschland spielen möchte, weil es die beste Liga der Welt ist und da gehören die besten Spieler der Welt hin. Die Bundesliga hat ihre Attraktivität in der abgelaufenen Transferperiode eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ob Guardiola, Thiago, Mkhitaryan, Boateng oder Aubameyang, viele Stars zog es nach Deutschland, auch wenn die europäischen Königstransfers woanders abgewickelt wurden, zu wahrhaft galaktischen Preisen.